Ja, willkommen zurück zu Mario Kart Tag CTGP. Irgendwie so. CTGP mal wieder, dass du dir das nie merken kannst. Ja, ich kann es mir nicht merken. Ja, wieder mit Chai und mir, dem Gruffel, die kennt ihr ja schon. Und wir spielen heute den Bob-Omb-Cup. Und wir machen das aber in der Auswahl, da. Wir sind kein Fan von Stop Motion. Genau, nein. Oh, ich dachte schon, wir fahren unter Lava. Ja, das kann passieren, dass die Kamera wieder scheiße eingestellt ist. Ja. Ist ja alles buggy hier irgendwie. Und dadurch wählen wir auch lieber die Kurse einzeln aus, nicht dass wir dann wieder viermal den gleichen fahren sollen wie vorhin. Na, da hätten sie sich mit den Texturen ein bisschen Mühe geben können. Hier geht's, glaube ich, sogar. Zumindest was ich auf den ersten Blick sehe. Ja, aber wir hatten ein anderes Level. Und bei diesem anderen Level. Oh, okay. Warum ist es gerade rot geworden? Ich nehme alles zurück. Es sieht hier total scheiße aus. Ich weiß. In einem anderen Level hatten wir nämlich den richtigen Stein, der bei dem Teil eigentlich wäre. Welcher Stein ist denn richtig? Grau. Aber es muss doch trotzdem nicht sein. Das kann doch jeder das gestalten, wie er will. Ah, nicht wenn er das auf einem bereits existierenden Level basieren tut. Aber Erinnere dich an das Level mit dem Luftschiff. ah, nee, Und dieser plötzlich auftauchende Feuerball. ja, da hast du recht. Oh, ich dachte, das wäre Lava, aber es ist eine Sprungschanze gewesen. Ja, habe ich auch festgestellt mit Erschrecken. Oh. Dafür denke ich manchmal, ah, da kommt die Sprungschanze und dann ist es eine Lavagrube. Ich bin in die Lava Wow! gerauscht. Ich auch. So, ich tue es glaube ich schon wieder. Nein, nein. Okay, man kann durch den Rand durchfallen, man kann nicht mehr drauf rumfahren. Das ist ja dumm gemacht worden. Eigentlich hätte ich mich so noch retten können, normalerweise, weil ich bin durch Boden gerade durchgekommen. Wow! Naja, egal. Was soll's. Da war lila Lava. Allzu oft werde ich diesen Hack sowieso nicht spielen. Lila Lava. Einmal zum Reingucken ist ja okay, aber ansonsten ist er irgendwie nicht toll. Ja. Einfach Musst du es besser machen. das habe ich nie behauptet, aber wenn ich schon Ich glaube, meine Cousine könnte das besser. Und deine auch. Ja, ist okay. War ich jetzt gerade? Was wollte ich jetzt sagen? Oh, vorhin kam ich. Achso, nee, vorhin hatte ich einen Pilz. Haha. ich weiß nicht mehr, was ich vorhin sagen wollte. Schweigen ist Gold. Reden ist Silber. Es gab Zeiten, da war Silber nur mehr wert als Gold. Tja. Ah, oh, der Panther, von wem haben der denn? Bei den Ägyptern. Ah, bei den Ägyptern Hat einer gehupt von uns beiden? ich hab nicht gehupt. Bei den Ägyptern war es so, dass. Aber da war doch so ein Hupen. Ich weiß nicht. Ups, ich bin in die Lava gehopst. Nee, was ich sagen wollte, bei den Ägyptern galt Gold, glaube ich, als die Haut der Götter und Silber als die Knochen der Götter. Keine Ahnung. Außerdem verstehe ich sowieso nicht, warum Silber nicht so wertvoll sein soll, weil eigentlich ist, wenn man Silber verarbeiten will, Silber viel härter und dadurch schwerer zu verarbeiten. Also finde ich es eigentlich edler, aber ist egal. Ich finde, Silber sieht auch besser aus als Gold. Yep. Aber naja, egal. Meine, so ein vergoldeter Wasserhahn und so, das kann ja dann schön sein. Naja, finde ich schon übertrieben. Wenn da noch Gold rauskommt aus dem Wasserhahn. Den kann ich wieder ins Bad stellen, den goldenen Wasserhahn, der Gold spuckt. Aber wenn das Gold. Aber kein Bad nehmen, bitte. Ja, wenn das Gold flüssig ist, dann hat es auch noch eine gewisse Temperatur, dann solltest du es sowieso nicht anfassen. Ach, das kommt in die Goldbadewanne rein. Und du nimmst deine Goldfäustlinge. Dann Goldhamster. Ich will alles aus der Hosentasche. Aus deiner goldenen Hose. Ja, genau. Ich bin König Midas. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Yeah! Oh nein, ich habe mich selbst verwirrt. Ja, das wäre ja die Idee. König Midas fasst sich selbst an in einer einsamen Stunde. Seine goldenen Flöten. Sein goldener Oh, Schrei war bis. Alter, wie kann man so eine Scheiße bauen, dass hier diese Ränder nicht Sein befahrbar goldener sind? Schrei war bis ins Silberland zu hören.
Nee, aber echt mal, das ist doch kacke, wenn ich eine Sprungschanze einbaue und mal auf dem Rand lang. Jetzt habe ich komische Gedanken, danke. Ich habe gerade gefragt, oh, ich bin tot. So, ich habe mich gerade gefragt, ob sich goldene Schamhaare verkaufen lassen können. Irgendwie als Drähte für den PC, weißt du? Du bist so krank, Alter. Du hast mir diese Gedanken in den Kopf gesetzt mit deinem... Ich bin gerade... Nur weil ich bin nicht wieder sage. Was hast du gesagt? Ja, hab ich. Ich gebe es zu. Und ich hoffe, diese Strecke endet bald. Du und deine kranken perversen Schuhe in Fantasie. Hallo? Du hast gesagt, er berührt sich selbst in einer einsamen Stunde. Ich habe das ganz harmlos gesagt. Und meinte ganz normal und nicht so wie du. Jeder muss was für sein Geld tun. Hä? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Die goldenen Schamhaare. Krank ist egal. Mann, Mann, Mann. Aber es ging auch mit goldenen Popeln. Alter, langsam wird's krank. Und wenn ihm was am Auge juckt, gibt's Kohlen, nein. Ja. Okay. Irgendwie war das vorhersehbar. Hat er die goldene Sicht. So. Das wäre ja noch schlimmer, wenn alles zu Gold wird, was er sieht. Komm, Canyon der Illusion. Ist das Gold? Weiß ich nicht, fass ihn an. Das ist Geld. Der sieht aber mehr nach Keksen aus. Die Kekse würde ich nicht essen. Pisskekse? Ja, statt Kaffee noch. Wieso Kaffee? Kekse gibt's zum Kaffee und die kannst du eintunken. Und wenn du jetzt sagst Pisskekse, egal. Wird aus Kaffee und Kuchen, Pisse und Kekse. Heute mit neuem würzigen Aroma. Ich glaube, wir sollten damit aufhören, sonst habe ich bald keine Abonnenten mehr. Hm. Du hast doch jetzt schon nur noch einen. Und das ist der, deine Freundin zählt nicht. Ich glaube, die guckt das nicht so wirklich. Sie muss es auch nicht gucken, sie muss sich nur anmelden. Und die Statistik und so verfälschen. Genau. Ah, genau, ich habe zwei. Außerdem sind alle deine Abonnenten potenzielle Freundinnen. Auch wenn sie männlich sind. Du krank, Alter. Oh, hier geht's ja richtig eng zur Sache. Ich meine die Strecke. Guck, ich bin links am Rand. Ich dachte, das wäre Wasser oder so. Aber es war Keks. Ich weiß nicht. Hör auf, mach das. Ich kann nicht mehr. Nur weil ich gesagt habe, ich zu dir richtig eine so Sache. Du und der perverser Kampfer verstanden. Du, guck mal, das Wasser. Nee, Maulwürfchen. Warum ist da jetzt Abgrund? War ich vorher schon da? Warum sind hier jetzt Maulwürfe? Wo fahre ich lang? Ich fahre im Kreis. Was mache ich? Oh. Da sind Löcher in der Strecke. Ich bin einmal im Kreis gefahren. Ist das eine von diesen Strecken, die nicht rundherum gehen? Guck mal, die Karte ist kaputt. Oh Mann, hier ist ein Fass. Hä? Ich fliege durch nichts. Ja, ich auch. Oh Mann, ist das dumm. Die Karte ist größer, als sie sein sollte. Guck mal unten, wie es aussieht. Also rechts meine ich, nicht unten. Ach, fuck. Das ist so krank. Das ist ja eine Riesenkarte, ne? Alter, wir haben erstmal eine Runde geschafft, Freunde. Oh. Solche großen Karten sollten lieber in drei Abschnitte geteilt werden. Oh, ich dachte, da geht's durch und in den Abgrund, aber nein, es geht gegen eine Wand. Ich sag mal, große Karten sind ja okay, aber dann nicht als drei Rundenkurse. Dann können sie doch auch hacken, dass es eine Runde gibt. Oh, schon wieder hat mich die unsichtbare Wand gerettet. Da hat jemand Super Mario 64 gespielt und sich gedacht, das packe ich bei Super Mario Kart Wii rein. Aua. Die unsichtbare Wand. Die unsichtbare Wand ist auch nur zum Teil unsichtbar. Wenn du von der anderen Seite guckst, ist sie sichtbar. Ist halt verspiegelt. Hey, hier ist keine unsichtbare Wand, die mich rettet. Cool. Lex Wii. Moin. Na, oh, hör auf, du dumme Junge. Komm, wir spielen Super Pac-Man. Mann, ich werde hier hin und her geknallt. Kein Kommentar. Was denn? Das war jetzt nichts Perverses. Ja, ich habe gesagt, ich werde hin und her geknallt und nicht, ich werde geknallt.
Du wirst hin und her geknallt, hast du gesagt. Ja, hab ich doch gesagt. Aber ja. Nicht geknallt. Ich werde nicht geknallt. Du wirst hin und her geknallt. Das ist daran der Unterschied. Ach. Irgendwann wirst auch du aufgeklärt. Alle aufgeklärt? Sieht pervers aus mit diesem Riesenloch da drin. Hilfe! Was Hilfe? Warte, die unsichtbare Wand, die hat mich gerettet. Oh Mann. Ja, ich bin mit dem Kugelwilli auf den zweiten Platz gekommen. Und auf den ersten. Schön. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir dann das Ziel erreicht haben. Ich bin doch schon im dritten Lab. Ja, und das ist der zweite Cup. Das zweite Level in diesem Cup. So wollte ich das sagen. Genau. Trefft mich doch mal. Ach, jetzt wollte ich schon wieder da ganz an den Rand. Dann mach's doch. Nein. Irgendwie ist das so ein Hack, bei dem man sich, wie bei einigen Nintendo-Spielen, wünscht, man hätte den Entwickler vor Augen und dürfte ihm einmal voll in die Fresse hauen. In die Fresse? Fresse. Genau. Ich glaube, da gibt es viel schmerzhaftere Stellen, wo du ihn reintreten kannst. Fresse reicht. Och. Möchtest du nicht? Könnte jetzt böse Kommentare rausbringen, die so ein bisschen rassistisch wären. Rassistisch ist nicht gut. Ich weiß. Warum wird so rassistisch? Weil die meisten Nintendo-Entwickler Japaner sind. Oh. Nicht immer auf die kleinen Japsen. Das kam von dir, Rassist. Aber ich hab die doch nur in Schutz gehabt. Du hast dich einmal da vorgestellt und das Ganze. Das Ganze japanische Dann bin ich einmal zurückgetreten und auf einmal waren sie alle platt. Oh, du bist fies. Oh oh. Du und deine anti-asiatische Einstellung. Ich mag Japaner. Am besten gut durch. Oh. Nein, es wird immer schlimmer. Hör auf. Was machst du? Du hast es angekurbelt. Ich mag Japaner wirklich. Die sind eigentlich cool. Lächeln immer, verbeugen sich immer, machen immer Fotos, sind sogar freundlich, wenn sie einen nicht mögen. Und machen Fotos. Das ist ihre verlängerte Hand. Hast du schon mal einen Japaner ohne Fotoapparat gesehen? Ich würde gerne wissen, womit Japaner andere Sachen verlängern. Ja, irgendwie muss das doch auf Normalgröße ver... Normalgröße. Das ist bei Japanern Normalgröße. Dafür gibt es doch keinen Spendenverein, das sollte man aber eine einführen. Organspende. Das ist bloß kein Organ. Wie soll es dann nennen? Ja. Das ist ein komisches Level. Alter, das erinnert mich irgendwie an ein Level. Doch, irgendwie erinnert mich das an ein Level vom... Im alten DS-Teil, glaube ich. Irgendwas mit Mario? Wahrscheinlich ja, doch. Das kommt mir trotzdem sehr bekannt vor. Das hier ist aber, glaube ich, von der Wii. Nee, das ist, glaube ich, vom alten DS-Teil, das Mario Kart. Nein, ich bin oben auf die Explosion drauf. Und ich bin Zweiter und da ist genau auf mich drauf. Ich bin oben auf die Explosion gesprungen, so ein Blödsinn, ey. Das bringt sich aber auch nicht weiter. Ich hätte mich hochkatapultieren müssen auf den ersten. Oh, ein Stachelpanzer. Yeah. Weiß, ich fahre einmal eine lange Kurve und bin Zehnter. Wo ich Zweiter war. Ist das nicht niedlich. Aber wenigstens können die Gegner hier fahren. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mhm. Auf Nintendo nachgemachten Kursen können sie komischerweise fahren. Tja. Weißt du, ich bin ganz traurig. Ich musste gerade an die Japaner denken, die da hinter der Tribüne stehen und nicht sehen können. Alter. Gemein. Fairerweise sollten wir jetzt alle Rassen in den Schmutz ziehen. Welchen willst du anfangen? Fangen wir mit den Deutschen an. Mit den Bayern. Die Bayern sind doch fast gar keine Deutschen mehr. Die sind schon lange eine eigene Rasse. Eigene Rasse. Nein, aber...
Verstehst du irgendwas, wenn ein Bayer spricht? Auf Bayerisch? Ich nicht. Ja. Ich verstehe Wurst. Bratwurst. Und Freibier. Du weißt schon, dass die Bayern Weißwurst haben und nicht Bratwurst, oder? Das ist dialektbedingt. Nee, die wird da auch gekocht und nicht gebraten. Da muss ich jetzt irgendwie an Switch denken. Der mit seiner Weißwurst und Schwarzwurst. Denk nicht an so viele Würste. Ich kann nicht anders. Ich bin Yoshi. Ich habe jetzt Yoshi und muss an Würste denken. Okay. Yoshi frisst alles Mögliche, aber ich habe ihn noch nie eine Wurst fressen sehen. Tja, dann hast du Mario und Yoshi verpasst. Ich habe Mario und Yoshi verpasst? Ja. Hat er eine Wurst gefressen? Nein. Warum sagst du es dann? Ich weiß nicht. Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin verwirrt. Das ist nichts Neues. So, welche Rasse nehmen wir als nächstes? Ach, lass mal, ich hab keinen Bock, dass hier irgendwelche bösartigen Kommentare drunter kommen. Ich glaube kaum, dass irgendwelche Japaner dieses Let's Play verfolgen werden. Wenn, verstehen sie es nicht, aber trotzdem. Doch, wir müssen japanische Untertitel machen. Ja, genau. Aber nur ganz klein geschrieben. Mit Smileys. In jedem Buchstaben 300 Smileys, dann ist das okay. Und dann steht in den Untertiteln nur Konnichiwa, Audi, Mitsubishi. Genau wie bei Scary Movie 3 oder 4. Was weiß ich. Wo das Kind nur Autonamen war. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht mehr, welche Scary Movie das war. Oh, da kommen so eine genialen Szenen wieder hoch. Wo die den Dachboden hochklettert, das Kind schreit und man sieht, sie hält dem Kind die Kerze an die Hand. Ich mag ja solche Filme, wo Kinder einen draufkriegen. Ja, und in dem, das war glaube ich auch der dritte Teil, wo dieses Kind auch angefahren wird vom Auto. Und so weit wegfliegt. War das nicht der vierte? Nee, im vierten ist das kleine Mädchen, das vom Blitz getroffen wird. Du merkst denn sowas, glaube ich. So, Erik, ich schneide das raus, oder? Ich hab dich jetzt mit deinem richtigen Namen genannt. Und ich dachte schon, du schneidest die Japaner raus. Nein. Varius Flair. Ich nehme sowieso nicht allzu viel Platz weg. Varius Flair. Varius Flair, dann füll ihn mal. Füll ihn ab. Füll ihn ab, den kleinen Sack. Ja. Die Kamera ist kaputt. Hast du gesehen? Ja, die ist nicht mehr umhergezogen. Was ist das? Okay. Und es geht schon wieder los. Überall die gleichen Texturen. Wobei es bisher noch gar nicht so schlecht aussieht. Okay, ich kann durch die Wand fahren. Ich auch. Es ist total mies und hässlich. Man sollte auf sowas achten, wenn man schon ein Hack macht und ihn freigibt. Wie kann man 160 Strecken machen, wenn nicht mal eine bugfrei ist? Amerikaner. Amerikaner. Wait, die Computer fahren schon wieder gegen die Wand. Amerikaner. Was ist das? Oh, eine Wand. Ich guck mir jetzt mal die Strecke an. So viel zu den Deutschen. Was ist die Deutschen? Hey, da fliegt eine Blume. Die sollte eigentlich aus einer Röhre rausgucken. Was hast du gegen die Deutschen? Die sind nur gute Mauern bauen. Mauer. Waren das nicht die Chinesen? Die wurden zumindest bei South Park verarscht. Die Chinesen? Wie war das? Warum kommen immer Mongolen, wenn Chinesen eine Mauer bauen und machen sie kaputt? Alter, warum fahre ich nicht? Gang einlegen, Gaspedal. Hey, hier ist so ein Matsch. Dreck, Scheiß, Zeug. Du musst doch über die Turbos fahren. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Hey, das ist eine riesen Kugel. Yeah, Feuer! Mensch, oh, Feuer! So krank. Yoshi, guck mal nach vorne. So ein Scheiß. Oh. Oh, der kommt wieder, fährt schon wieder. Die Wumms gucken auch nach vorne zum Teil. Die nach vorne. Einige gucken in unsere Richtung, andere in die andere. Die sind halt gelangweilt. Die wollen uns gar nicht mehr sehen. Hey, das sieht auch genial aus. Das ist mal cool, ja.
Oh nee, die Strecke ist ja auch so ewig. Oh, Alter. Das war jetzt die erste Runde. Ey, ich bin komplett... Hey, cool, ein Feuerball. Ich bin durch die Wand gefallen. Ein Feuerball, der... Ich bin vom Feuerball in den Luft... Ich bin komplett durch die Wand gefallen und nochmal am Turbo abgesetzt worden. Hier, durch diese Fernsehwand, auf keinen Fall. Das hat dir gefallen hier. Oder auch nicht. Ein Loch. Mit dem Feuerball. Was, wo ist ein Feuerball? Na, siehst du gleich, wenn du da lang fährst. Wenn ich so weit komme. Der rollt dann nämlich über die Strecke. Da, ich habe ihn gesehen. Da kommt noch einer. Kommt da noch ein? Ja, da habe ich getroffen. Boah, dich schießt einer rechts, mit dir hat er links in den Abgrund geschossen. Schön. Das ist übrigens die erste Runde, ne? Ich habe es gesehen, dass diese Strecke ewig lang ist. Jetzt werden ja Stundenfahrt. Und wieder in die Wand. Hey, Waluigi. Da muss ich ja echt überlegen, ob ich den Part nicht noch in der Mitte teile. Teile mal lieber die Strecke in die Hälfte. Ah, nicht gegenfahren. Obwohl, da ist noch eine rettende Wand dahinter. Ja. Aber hinter dem anderen ist keine rettende Wand. Die Kugel hat Probleme, hier lang zu fahren. Ich finde es total dumm, wenn man irgendwie Wände einbaut, die eigentlich aufhalten. Was soll denn das mit der Blume? Welche Blume? Die in der Luft fliegen hier. Sag es durch die Blume. Nein. Ich hab's gesehen. Ah, sie beißt auch aus der Luft und trifft mich trotzdem. Mich hat er auch getroffen. Und wenn ich unter der Blume langfahre, was passiert dann? Dann bin ich sicher. Ja. Seid ihr denn mal nicht so sicher? Ich war aber sicher. Okay. Irgendwie sehe ich manchmal mit dem Schreck nicht so richtig durch, was ich tun soll. Na, spring. Ich spring doch. Cool, ich. Ja, Ski. An der Stelle vergeige ich es immer. Ach, was ist doch, für ein qualitativ hochwertiger, gut durchdachter Tag. Was denn? Wie ernst du das meinst? Hier, Yoshi, rote Panzer für dich. Nein, nicht ich, Todd. Der verfolgt mich. Kommt hier nicht irgendwann der Fernseher, der durchfahrbar ist? Na, ich werde ein Fragezeichen, ne? Yeah, ey, die gucken mich nicht mal an. Ich glaube, hier nach kam das mit dem Fernseher, mit dem man nicht reinfahren durfte. Fernseher? Ja, das ist ein Fernseher da hinten. Da steht nur Nintendo drauf. Ach, weiß auch nicht. Alles gut, das ist der Hinweis, dass man nicht da rein darf. Genau. Man weiß doch. Nintendo gleich beides. Ja, furchtbar, wenn es wirklich einen Fernseher gibt von Nintendo. Wieso? Na, es gibt ja mit der Wii U quasi einen dann, ne? Ja, stimmt. Das ist sowas von... Wie kann man sich sowas Bescheuertes erkennen? Ein Fernseher im Controller noch mit drin. Ich find's cool. Boah, mach du wieder. Ich mag so eine Spielerei. Hm. Ich hasse es, wenn ich eine Sprungschanze habe zum Springen, aber danach gleich eine Kurve kommt. Ich find's auch Schwachsinn mit einer PSP Vita, wo man... mit dem man auch von hinten befummeln kann irgendwie. Finde ich eigentlich auch interessant. Naja. Ich mag solche Spielereien. Ich hätte mir trotzdem eine einheitliche oder mindestens abwärtskompatible Spielekonsole oder Handheld gewünscht. Abwärtskompatibel ist immer wichtig, ja. Na, sagt das Sony. Aha, diese Pflanzen. Warum haben sie da keine Röhren hingesetzt, ey? Ich glaube, Sega hat's richtig gemacht. Lässt sich von anderen verkaufen. Sega hat eine Konsole gehabt, die sind aber gescheitert. Ja, die waren aber recht fortschrittlich für die damalige Zeit. Dreamcast war genial. Dreamcast war sehr weit fortgeschritten, aber... Ja, das hat auch eine der besten Sonic-Reihen in den Gang gesetzt, eigentlich. Ja, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Och, ich vergeige es jedes Mal an der Stelle. Ich bin einfach zu bescheuert. Jo. Hey, Stachelpanzer, ich mag dich. Magst du mich auch? Oh, er hat mich so lieb. Bist du sicher, dass du nicht schwul bist? Ja, ganz sicher. Du kuschelst mit Stachelpanzern. Okay, du bist nicht schwul, aber... aber ich stehe drauf, wenn es hart ist. Nein. Was hast du gesagt? Naja, worauf wolltest du sonst hinaus? Dass du solche Sachen überhaupt denkst, also nein. Hui. Es geht abwärts. Ja, mit dem Niveau.
Obwohl, es geht nicht weiter runter, das ist schon im Keller. Es war von Anfang an bei Null. Hey, ich bin über den Abgrund geflogen, hab nach links gesteuert und bin wieder drauf gelandet. Okay. Das musst du dir nachher mal angucken. Was ich mir alles angucken musste. Ah, Feuer. Jetzt gibt's ja einige Sachen, die du dir angucken musst. Es gibt auch viele Sachen, die ich gar nicht sehen will. Ich meine Mario Kart. Ah, endlich, Level beendet. Ich könnte das auch war sein. Das dritte Level in diesem Cup oder das zweite? Oh Mann, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so lange her. Ich glaube, es war das zweite. Wir nehmen schon 25 Minuten auf. Quank. Krank. Ja, es war das zweite, glaube ich, oder nicht? 57 Punkte? Hä? Doch schon zu Ende? Es war das letzte. Cool. Puh, wir haben es geschafft. Ja, yeah, ey, wir konnten mal eins bugfrei durchspielen. Wir haben viele Bugs gefunden, aber die haben uns nicht gehindert. Naja, aber ich meine, man konnte es durchspielen, weil keine Bugs ja einen am Spielen hindern. Wir brauchen echt einen Kammerjäger. Ja, und mit diesem Bild verabschieden wir uns von diesem Part. Chai, willst du nochmal Ciao sagen? Ich kaue gerade. Warte mal. Ich warte Ciao. Ja schon. Bis dann. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.